Hallo und willkommen zu einer Folge hier auf meinem Kanal. Und heute will ich euch was anderes vorstellen, und zwar die Microsoft Rewards. Wenn ihr den Browser Edge habt, zufälligerweise, oder ihn wie fast jede Person wahrscheinlich schon heruntergeladen habt auf dem PC oder vorinstalliert auf dem PC habt, dann ist das genau das Richtige für euch, wenn ihr im Internet nicht Geld, also ja, okay, schon Geld verdienen wollt. Es ist jetzt nicht 100% Geld. Ihr könnt hier Punkte verdienen. Entschuldigung. Täglich Punkte verdienen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht. Ich weiß nicht, bei diesem Rekorder immer nie, ob ihr die Maus seht. Aber ihr könnt ja sehen, was gerade so aufploppt. Da ploppt was auf. Und hier jetzt. So, ist ja egal. Ihr könnt auf dieser Seite mit diesen Punkten, also ihr könnt Punkte bekommen, indem ihr einfach nur hier rauf geht und dann kriegt ihr Punkte. Mindestens, also das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Du kannst, wenn du 1 Euro ausgibst, kriegst du einen Punkt Minimum. Ist jetzt eine schwierige Sache. Aber gehen wir hier rauf. Das ist etwas, da geht es darum, um so einen Artikel. So, haben wir uns angeguckt, gehen zurück. Dann sind wir hier, abgehakt, wir haben 10 Punkte bekommen. So, aber was ihr euch jetzt alle wahrscheinlich fragt, was bringt mir das? Ja, also ihr könnt auf jeden Fall schon mal das hier hinzufügen zu eurem Ding. Da könnt ihr dann sehen, was für Aufgaben ihr habt und weitere Aktivitäten, auch Aufgaben, die ihr machen könnt. Dann könnt ihr die Aufgaben machen, ihr seht ihr, wie viele ihr am Tag abgeschlossen habt, von wie vielen. Dann 90 auf dem Desktop, das sieht aus wie ein Hut, aber es ist eigentlich ein PC. Und es gibt dir einfach hier ein, wo ist Deutschland, so. Und dann, weiß jetzt nicht, was ich da meine, aber kriege ich direkt Punkte dazu. Weil, jetzt seht ihr, wenn ich jetzt hier wieder hier zurückgehe, und dann wieder auf das Ding gehe, seht ihr, solltet ihr eigentlich sehen, jetzt steht hier nicht, weil ich die Seite erstmal reloaden muss, aber das mache ich jetzt erstmal nicht, aber normalerweise müsste dann hier eine 1 stehen. Und dann, also hier unten bei Gewinne, bei dem von dem Ding, was ich geöffnet habe, es kann sein, dass ihr die Maus wieder nicht seht. Ich werde mich noch darum kümmern, dass die Maus angezeigt wird. Wenn sie angezeigt wird, ist alles gut. Wenn nicht, dann ist schade. Aber hier unten bei Gewinne, so inmitten des Bildes, steht 0 von 90. Das sind die Suchen auf dem PC. Aber wenn ihr auf dem Handy auch noch suchen wollt, also die Edge auch auf dem Handy habt, könnt ihr auch noch auf dem Handy suchen. Und da steht auch rechts von dem Ding, was ich geöffnet habe, steht 0 von 60. Ihr könnt 60 mal was suchen und kriegt dafür Punkte. Immer 3 oder so pro Suche. So, aber jetzt kommt das, worauf ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, warum ihr aufs Video geklickt habt, was man so alles verdienen kann auf dem Ding. Es gibt Gewinnspiele. Da könnt ihr zum Beispiel hier so ein Minecraft-PC gewinnen. Einlösen für 1000 Punkte ist zwar ein Gewinnspiel, also bekommt ihr es nicht 100%, aber ihr gebt 1000 Punkte dafür aus und könnt damit was bekommen. Gewinnspielteilnahme Xbox Game Pass Ultimate. 200 Punkte. Einfach mitmachen und dann gewinnt ihr was. Und wenn man Microsoft-Punkte einlösen möchte, kann man das natürlich auch machen. Was ist das denn jetzt? Ach ja. So. Kriegen wir mal einlösen. Jetzt kommen wir runter, kriegen wir unsere Sache. Xbox Game Pass Ultimate. Und das ist kein Gewinnspiel. Hier müsst ihr aber 12.000 Punkte sammeln. Also es ist nicht so wenig. Aber hier haben wir zum Beispiel Roblox. Wenn jemand von euch Roblox spielt, könnt ihr hier natürlich auch eure Sachen. Ihr wollt 100 Robux. Braucht ihr nur 1.500 Punkte. Ist jetzt nicht super viel, aber sagen wir, ihr wollt 1.000 Robux. Bezahlt ihr 15.000 Punkte. Ihr habt das schnell zusammen. Ihr müsst nur einfach ein paar Tage oder benutzt es als euren Standardbrowser. Gebt eure Fragen oder eure Aufgaben, die ihr machen müsst, einfach da ein. Sagen wir hier, ihr wollt herausfinden,
neues Spiel Mario Kart. Oder neues Minecraft-Update. Googelt ihr und dann habt ihr es. Und so bekommt ihr eure Punkte. In 3 Punkte. Einfach so. Und irgendwann habt ihr eure 15.000 Punkte zusammen, könnt euch Roblox holen. Also Robux, Robux für Roblox. Sorry, jetzt bin ich einmal zurückgegangen. Ist aber auch eigentlich egal. Wir gehen einfach wieder auf die Seite, wo wir die Punkte einlösen können. Es gibt noch andere TK Maxx Gutscheine, Zoo Plus, Gewinnspiel für Battlefield Xbox. Das ist eine Xbox im Battlefield Style. Wer will das nicht haben, der solche Spiele spielt? Xbox Guthabenkarte. Ihr könnt. Es gibt jetzt auch Microsoft Guthabenkarte, aber im Prinzip ist das gleiche. Ihr könnt bei beiden Sachen einfach in den Microsoft Store auf eurem PC gehen oder wenn ihr eine Xbox habt, ist das alles gut. Könnt ihr machen. Kriegt dafür hier. Können wir einmal nachgucken. Hier sehen wir es. Es gibt sogar gerade Rabatt für Leute, die Level 2 werden. Level 2 zu werden ist so easy. Ich bin zwar jetzt noch nicht Level 3, aber ich bin immer noch Level 2, aber es war für mich so easy. Und da kriegt ihr auch Rabatt. Und wollt ihr eine 25 Euro Geschenkkarte? Braucht ihr nur 23 Punkte? Es ist nicht viel, weil ihr. Ich guck mal, man bekommt sogar Rabatt dafür. Und jetzt sagen wir. Ja, was wollen wir haben? Wir können auch echte Sachen. Hier, wir haben IKEA-Gutscheine. Sie haben Xbox Game Pass. Was haben wir noch? Mediamarkt. Mega, Mediamarkt. Das ist so mega. Überlegt mal, ihr geht zum Mediamarkt und dann fragt der Typ euch, von wem habt ihr den Gutschein geschenkt bekommen? Ach, ja, den habe ich von Microsoft geschenkt bekommen. Und dann fragt er sich auch so, woher. Oder hier Saturn. Saturn haben wir auch. Oder gewinnt ihr eine Xbox Series S? Das könnt ihr alles machen. Ihr könnt auch, das ist nämlich auch cool, wenn ihr jetzt nichts haben wollt und ihr habt Punkte. So sagt ihr. Sagen wir mal, ihr seid so Leute, die denken sich so, okay, Punkte, ja, okay, ich habe mir jetzt schon eine Saturn-Karte mir geholt. So, jetzt sagt ihr euch, gut, brauche ich nicht erstmal. Hier, spendet ihr die Punkte und spendet im Prinzip Geld. An Care zum Beispiel, Care ist eine internationale... Es ist eine internationale Hilfsorganisation, die weltweit gegen Armut, Not und soziale Missstände kämpft. Unsere Programme sind bla bla bla. Lest euch das durch und dann wisst ihr, okay, ich spende jetzt an Care und hab an einen guten Zweck für Armut, also gegen Armut und Not und soziale Missstände. Einfach, könnt ihr einfach spenden. Und dann müsst ihr einfach nur hier, könnt ihr einfach aus euch aussuchen. Sagen wir mal 5 Euro spenden. Können wir machen. 500 Punkte, also 5000 Punkte kostet das und dann spendet ihr 5 Euro. Was habt ihr getan? Ihr habt richtig tolle, also richtig, das, ihr habt eure Punkte für einen guten Zweck gespendet. Und dadurch, dass das von Microsoft ist, glaube ich schon, dass es ziemlich echt ist. So, aber damit ihr auch wisst, dass es wirklich funktioniert und ich nicht hier irgendwas blurfe, werden wir eine 200 Punkte Teilnahme an einem Gewinnspiel von Xbox Series S. Ach ja, was ihr noch wahrscheinlich noch nicht wusstet, ihr könnt 150 Mal Maximum an einem Gewinnspiel teilnehmen. Das heißt, sagen wir, ihr würdet 150 PCs haben und würden an allen teilnehmen, würde das gar keinen Sinn machen. Aber wenn ihr 150 mal, also als wenn 150 Leute an einem Gewinnspiel teilnehmen würden und ihr diese eine Person immer sein würdet. Aber ihr könnt es einmal teilnehmen und bezahlt dann zwar mehr Punkte, aber ihr habt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr was gewinnt. So, damit ihr wisst, dass es kein Bluff ist, werde ich zum Gewinnspiel jetzt drücken und daran teilnehmen. Übrigens, falls ihr neu auf dem Microsoft Rewards seid, könnt ihr kostenlos einmal an diesem Gewinnspiel sogar teilnehmen. Nur an diesem. Oh, da klingelt mein Handy gerade. Ich lege mal kurz auf. Alles gut. Ich werde jetzt mein Video beenden. Aber wir werden jetzt noch einmal Prämie bestätigen. Einmal Gewinnspielteilnahme Xbox Series S. Und ihr seht, man kann teilnehmen. Ist gut so, ist gut. Let's go.
Und dann hoffe ich euch, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Lol, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Ich wollte nur meinen Kanal nochmal anzeigen, damit das gut aussieht, das Ende. Okay. Und dann bis zum nächsten Video und ciao, Kakao oder so. Und ich hoffe, euch hat das weitergeholfen. Ciao, Kakao oder so.